Hallo, werte Patientin, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Overlord. In der letzten Folge sind wir ja ganz gut vorangekommen. Wir haben einiges Neues herausgefunden. Nein, wir erledigen erstmal nur den einen Kerl hier. Denn ich will, bevor ich da durchgehe, wissen, was wir... Okay, die kommt von irgendwo weiter oben. Schauen wir doch jetzt mal von... Nee, von da drin? Kommen die von irgendwo hier drinne? Ist hier irgendwo ein Nest von denen? Nee, die kommen von hier oben irgendwo. Ah. Ah, gut, jetzt haben wir den Weg nach oben gemacht. Ah, deswegen brauche ich rote. Wahrscheinlich, weil das gegen den Succubus gar nicht unbrauchbar ist. Oh, jetzt dürfen wir uns bald in dem Succubus messen. Ja gut, dann würde ich mal sagen, no risk, no fun, ne? Und auf ins Getümmel, Jungs. Ich würde sagen, ihr dürft auch ruhig euch am Kampf beteiligen, während eure Brüder ganz fleißig das Tor aufgemacht haben. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Das ist sie also. Ah, das ist ein neuer Zauber. Schritt 1, wir nutzen den mächtigsten Schirmzauber, den ich zur Verfügung habe. Dafür sollte ich wahrscheinlich den Gegner... Hat's gewirkt? Auf sie mit... aggressiven Kampfgebrüll? Fackel, die fiel aus. Uiuiui, oh, die viel Lebensenergie. Ah nein, jetzt kriegen wir sie ganz gut down. Auf sie weiter, los, 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 Jungs. Ihr macht sie kalt. Du wolltest Vertrauen in euch. Jedes Mal, wenn ich zuschlagen will, ist sie weg. So eine nette Frau. So. Oh, war das ein mega Liebeszauber? Egal, haben wir jetzt zu. Jetzt haben wir sie, kommt. Jungs, doch nicht den Scheiß. Gut. Sie ist bereits dahin gerafft. Dieses Mädchen, das Ferdinand heiraten wollte. Also, sie ist meine Schwester Vanessa. Wir reden nicht. Außer wenn sie mal. Hat sie sie vorher nicht beleidigt? Vorne so. So wie es aussieht, steckt sie bis zum Hals im Schlamassel. Ja, während ihr Jungs dort fleißig das Ding wegtragt. Will ich nicht irgendwer das Ding dort aufsetzen? Wichtiger ist, wo hat sich das Tor jetzt eigentlich gerade geöffnet? Oh, man sagt nicht, die sind aufgehalten worden. Hm, Jungs, das hatten wir doch schon ein paar Mal. Oh, da hat jemand Gold verloren. Ist die Frage, wo hat sich das Tor geöffnet? Offensichtlich nicht hier. Dann ist das hier also sozusagen ein Tempel der Lust, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Warum nicht? Meinetwegen. Jeder wie er will, wa? Und was habt ihr mir da jetzt abgesetzt von Zauber? Was hat das denn jetzt gebracht, bitte? Irgendwie hat das Spiel das gerade nicht ganz geschnallt. Ihr könnt auch gleich wieder rauskommen. Jetzt habe ich zwei Fragen. Wo zum Teufel soll ich lang? Und was zum Teufel habe ich mir gerade für einen Zauber freigeschalten? Hä?
Ich bin völlig verwirrt. Ob das Spiel jetzt irgendeinen Zauber nicht gibt, weil Baum. So. Der Fall ist erledigt. Ist das hier irgendwo? Nee, nee. Okay, wir gehen jetzt erstmal... Ich gucke mich erstmal schon hier ein bisschen um. Hier geht es doch zurück in die Bar, ne? Was ja freilich noch auch der weit kürzere Weg gewesen wäre für die Schergen. Hier geht es doch zurück in die Bar, oder? Naja, und ist hier jetzt irgendwo der Schergenzauber? Hat sich hier irgendwo eine Tür geöffnet? Wir haben irgendwas bekommen und nicht bekommen. Ich folge hier nochmal dem Weg, den die Schergen wahrscheinlich gegangen sind. Kamen sie von hier oder was? Irgendein Weg hat sich doch jetzt aufgetan. Muss ich ja auch. Wo zum Teufel soll ich hin? Ich gehe hier mal zurück. Weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich gehe hier mal zurück. Jetzt bin ich tatsächlich ein wenig verwirrt. Weil A ist immer noch die Frage im Raum, welchen Zauber haben wir denn jetzt erhalten? Ich gehe einfach gleich nochmal rein. Und werde das dann gleich sehen, ob das hier jetzt irgendwas mir gebracht hat. Ey, mein Freund, hier durch. Das ist jetzt ein bisschen strange. Irgendwie hat es das gerade tatsächlich auch alles nicht gespeichert. Okay. Jetzt dürfen wir schlecht gleich nochmal gegen die Succubus kämpfen. Ja, wir gehen jetzt mal den Weg hier erstmal durch. Gucken uns hier mal ein wenig um. Sind hier die Viecher wieder? Na gut, die sind schon mal nicht respawned. Das finde ich schon mal gut. Ich glaube, dann ging es hier nach rechts. Ja, der Weg ist soweit richtig. Wieso sind hier zwei? Wir sind jetzt hier zwei Schafe. Egal, braun, hier sind mehr als zwei Schafe. Hier sind eine Menge Schafe. Ich überlege, ob ich wissen will, warum die hier sind. Nein, nein, ich entschied mich gerade, ich will das nicht. Alter, noch mehr Schaf? Wo kommen denn die Viecher her? Das hier jetzt tatsächlich ein wenig unpraktisch, dass die hier sind. Zuerst ist erledigt. Jetzt der Kollege Nummer 2. Zurück, 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 zurück. Da kommt gleich ein Body Slam. Ach nee, der ist tot. Dann kommt doch nicht gleich ein Body Slam. Das ist interessant, dass hier jetzt andere Gegner spawnen, weil Baum oder so. Keine Ahnung. Es gibt keine sinnvolle Begründung, warum das gerade passiert ist. Zumindest meiner Meinung nach. Was wartet mich denn dann hier noch an Gegnerschaften? Das ist wenigstens noch offen. Das hier bitte ich jetzt zu öffnen. Ja, was für ein Tor hat sich denn jetzt geöffnet, als wir die erledigt haben? Blöderweise auch nicht genau angezeigt, sondern einfach nur irgendwo springt irgendwo ein Tor auf. Irgendwo springt irgendwo ein Tor auf. Ah ja. Ne, hier kommen wir wieder zurück. Oder ist das das, was aufgesprungen ist? Nee. Nee. Hat die uns vielleicht hier eingesperrt gehabt? Was mich ja viel mehr aufregt, ist, dass ich den Succubus-Zauber irgendwie nicht bekommen habe. Was ich ja arg ärgerlich finde.
Hätte ich den bekommen sollen? Hätte ich ihn nicht bekommen sollen? I have no idea. Ah, die sind wieder zurückgekommen, die Jungs. Die den hier irgendwo abgestellt? Nee, nee. Hier geht alles. Wieso sind da eigentlich Trolle? Ich meine, Schafe verstörend, aber okay. Aber Trolle? Ich meine, Trolle? Ich meine, Trolle. Ist hier irgendwo ein Weg, den ich übersehe? Nee. Wo zum Teufel? Also zwei Sachen frage ich mich ja. Wo ist... Ich gehe mal zurück zum Turm. Vielleicht hilft mir das ja in irgendeiner Form weiter. Ne? Gehen erstmal zum Turm. Vielleicht sehe ich da den neuen Zauber dann auch. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, ansonsten wäre schon ein bisschen verwirrend, weil wir haben hier den ja bekommen, oder das Objekt. Wenn dieser Knarr mich noch einmal komisch ansieht, brate ich ihm eins über. Mhm. Wenn dieser Knarr mich noch einmal komisch ansieht, ja, brate ich ihm eins über. Völlig verständlich, das kannst du durchaus gerne machen. Also auch jetzt hat sich die Anzahl der Zauber noch nicht verändert. Führer der Schergenarmee! Weil das sind wir und noch viel mehr. Die himmlischen Freuden. Irgendwo da muss es ja jetzt weitergehen. Die große Frage der Fragen ist doch, wo ist es hier irgendwo weitergeht? Also, wo ich jetzt wissen, hast du es jetzt mal gespeichert, dass es so offen ist? Ja, gut, das hat es. Irgendwo weiter? Nein. Hier sind wieder unheimlich viele Schafe. Sogar kleine Schafe. Doch die Trolle sind wieder da. Bin ich alleine mit einem Troll fertig? Ja. Au, okay, das war nicht die beste Taktik dafür, aber ja. Und voll Schild hochfahren. So. Gut, vielleicht werde ich doch nicht allein mit einem. Also mit einem Troll schon, aber vielleicht nicht mit zweien. Weshalb ich jetzt auch nicht genau weiß, was ich machen soll. Es scheint ja schon von Grund auf hier weiterzugehen, ne? Oder war es das jetzt hier? Und wir haben nur den. Aber wieso haben wir denn den blöden Zauber nicht bekommen? Das ärgert mich jetzt schon. Ich mache hier mal einen ganz kurzen kleinen Cut. Bis dann. Und, werte Patientin, da sind wir auch schon wieder. Da ich noch immer nicht weiß, was wir nun sollen, gehen wir wieder in die himmlische Stadt hier. Und gucken, ob wir noch einen anderen Eingang finden. Der sich jetzt vielleicht irgendwo aufgetan hat oder auch nicht. Ich habe ehrlich gesagt gerade keinen blassen. Was hatte ich gesagt? Von den blauen nehme ich mal nur zwei mit. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hiervon eins, zwei. Ich vergesse, ich kann hiervon eigentlich auch zehn mitnehmen. Hiervon auch ein paar mehr. Und jetzt den Rest in braunen. So. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen in der Stadt umsehen gehen.
indem wir nochmal die andere Succubus erledigen, die Succubus dort hinten erledigen gehen. Vielleicht hat ja das Töten der Succubus Königin geholfen. Kommst du dort hinten hin? Das werden wir jetzt auch tun. Nein, das ist einfach offen. Super, das war's, wo ich hin wollte. Perfekt. Dann sind wir jetzt schon wieder einen Schritt weiter. Das war's also, wo wir hin sollten. Natürlich, wir haben die Seuche jetzt beendet. Ah. Jungs, ihr seid noch hinter mir gut. Jungs und Mädels? Gibt's bei den Schergen Mädels? Gut, das ist jetzt wohl das Schloss von Prinz Ferdinand. Die heiligen Höhlen. Okay. Ja, hier gibt's noch mal Schergen zum Auffüllen, aber wir sind ja eigentlich voll mit Schergen, ne? Du? Haben wir dich nicht tot in diesem elenden Turm zurückgelassen? Was macht ihr da? Du solltest definitiv nicht ohne Einladung bei meinem Fest auftauchen. Noch dazu in diesem Aufzug. Oh nein, die Kerle schon wieder. Als wenn die auch nur überhaupt sowas wie... als wenn die auch nur im Ansatz sowas wie eine Herausforderung. Das sind andere Gegnergruppen vielleicht, aber die doch nicht. Kommen wir hier rein? Okay, nein, wir können auch nicht anklopfen. Ups, entschuldigt. Dann weiter geht's. Ne? Würde ich mal sagen. Oh, viel Rot. Ich mag Rot, ja, also ergänzen wir das Rot doch einfach mit noch mehr Rot. Scheiße, 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 das wollte ich nicht. Jungs, weiterkämpfen. Jetzt. Ich fackel hier auch nicht ein wenig durch. Doch. Ich werde so ziemlich alle töten. Wow, was kommt jetzt? Immerhin bietest du ein wenig Unterhaltung. Aber komm mir nicht zu nahe, Tagelöhner. Tagelöhner? Die Blödung gibt nicht mal einen Sinn. Oh, eins gegen eins? Nein. Ich kann nicht glauben, dass ich so lange versucht habe, gut zu sein. Ich dachte, nur die anderen hätten Spaß. Wow, der war jetzt echt weit weniger gefährlich. Naja, wenn du das R weglässt, ist es sogar nur ein Scherz. Entschuldigung, der war wirklich schlecht. Okay, das sind eindeutig respawn hier dauerhaft. Deswegen werden wir uns jetzt alle zurückziehen. Wirf nicht mit Fachwörtern um dich, mein Freund. Das darfst du nur machen, wenn du intelligent bist. Und ich wage zu behaupten, dass du sowas nicht bist. Lass mich raten. Neue Runde Bosskampf? Oh! Zwei Succubussi. Zwei Succubi, entschuldige. Das hat ja super geklappt mit dem Ausweichen. Los auf sie mit. Ja, macht sie gleichermaßen fertig, Jungs. Ich vertraue hier auf euch. Gut, dann gehe ich mal hier mitkämpfen bei der erstmal. Die hätten wir erledigt. Und jetzt alle auf sie. Alle auf sie. Weiter auf sie, weiter auf sie. Wo fliegt sie hin? Da drüben hin.
zurückziehen. Jetzt auf sie. Und? Du bist gar nicht ungeschickt, Bauer. Aber bilde dir nicht zu viel ein. Ich bin besser. Das wage ich zu bezweifeln. Aber was uns in dem Raum hier hinten erwartet, das sehen wir jetzt. Ich mache eine längere Folge, ich überziehe ein klein wenig. Bis sowas wie ein Savepoint kommt. Ich bin hier. Und dieser geizige Zwergenkönig bekommt seine Hochzeitsgeschenke nicht zurück. Wenn ich keine Okay. Der Zauberer hat mir gezeigt, wie ich frei sein kann. Zauberer? Diese Freiheit lasse ich mir von dir, Bauerntölpel, nicht nehmen. Ach, wir warten mit dem Angriff. Denn den machen wir in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich. Nein, das ist nicht Vanessa. Euer Professor Creep vom Asylum of... Oder gibt es hier vielleicht mal irgendwo einen Savepoint oder sowas? Wohl eher nicht. Okay. Wir verabschieden uns für diese Folge. Euer Professor Creep vom Asylum...